Im letzten Video ging es unter anderem darum, wie die Stationen der Nürnberger S-Bahn aussehen. Für Leute, die diesen Kanal abonniert haben und sich für die Eisenbahn interessieren, sicherlich interessant. Dem normalen Fahrgast jedoch ist es egal, wie das Wartehäuschen aussieht. Ihm sind andere Dinge wichtig. In diesem Video soll es genau um diese Dinge gehen. So stellt sich die Taktung der Nürnberger S-Bahn im Jahr 2024 dar. Lauf, Altdorf, Neumarkt und Erlangen sehen alle 20 Minuten eine S-Bahn. Nach Ansbach fahren die S-Bahnen im 20-40-Minuten-Takt. Lediglich stündlich bindet die S-Bahn Hartmannshof, Dombühl und Bamberg an. Die S5 und die S6 verkehren grundsätzlich nur einmal pro Stunde. Wie schnell komme ich in die große Stadt? Das ist auch ein wichtiges Kriterium für viele Fahrgäste. Anzumerken sei hier, dass ich mich in dieser Karte nicht auf die S-Bahn-Fahrzeiten beschränkt habe, denn an Bahnhöfen, an denen halbstündlich oder öfters Regionalexpresse aus und nach Nürnberg fahren, würde man in der Realität den Regionalexpress statt der S-Bahn benutzen. Die Bahnsteighöhen sind wiederum für Nerds interessant, wobei man hier das gesamte Spektrum des deutschen Eisenbahnnetzes findet, von den 96 cm Bahnsteigen, die einst passgenau zu den X-Wagen gebaut wurden und heutzutage zu hoch sind, bis hin zu den klassischen niedrigen Bahnsteigen auf der S6. Für den Fahrgast, ob mobilitätseingeschränkt oder nicht, mag viel interessanter sein, welche Konsequenzen sich daraus ergeben und wie bequem sich das Benutzen der S-Bahn darstellt. Wobei es nicht nur um die Bahnsteighöhen geht, sondern auch um die Möglichkeit, überhaupt erst zum Bahnsteig zu gelangen. In Fach etwa ist es nicht möglich, auf den Bahnsteig gen Erlangen, Forchheim und Bamberg zu gelangen, ohne dabei Treppen zu steigen. Wenig überraschend brilliert die S6 im totalen Versagen in der Disziplin Barrierefreiheit. Die im letzten Video angesprochenen eigenen Gleise interessieren den gemeinen Fahrgast immer dann, wenn es zu Störungen oder Ausfällen auf einer Strecke kommt. Denn ein eigenes Gleis für die S-Bahn bedeutet eben auch Zuverlässigkeit. Das Schöne am digitalen Zeichnen ist, dass man mit wenigen Mausklicks alles Mögliche darstellen kann, ohne die Karte neu zeichnen zu müssen. Hier ein paar nicht ganz ernst zu nehmende Karten. Auch in Zukunft werde ich sicherlich noch einiges mit dieser Karte darstellen. Abschließend möchte ich das Video mit einer recht persönlichen Karte des S-Bahn-Netzes. Grün sind die Stationen, an denen ich bereits war. Rot sind die Stationen, an denen ich noch nicht war.